Liebe Zuhörer, Pesach und Ostern fallen dieses Jahr sehr nah beieinander. Es ist ein Fest, der mit Befreiung verbunden ist. Im jüdischen Sinne sitzen dann alle Leute um Tische, erzählen die Geschichte der Auszug aus Ägypten, aber es ist ein Satz, der sehr zentral ist für alle Menschen, nicht nur für Juden. Bechol dor vador chayav Adam lirot et atzmo kiilu hu yatzah Mitzrayim. In jeder Generation soll der Mensch sich betrachten, als sei er selbst aus Ägypten gezogen. Befreiung ist ein Prozess, der nie zu Ende geht. Ägypten heißt auf Hebräisch Mitzrayim und Mitzrayim heißt Enge. Wir haben verschiedene Engen. Leute, die in Elend leben, aber wir haben auch psychisches Elend, wo wir so zusammen sind, innerlich, wo wir uns neu befreien müssen. Dieser Prozess der Befreiung, ob es in Pesach ist oder Oster, bietet man jeden Menschen. Und House of One öffnet sich in so einer Weise, dass jeder seine eigene Identität finden kann und sich dem anderen öffnen kann. So wünsche ich Juden und Nicht-Juden ein sinnvolles und fröhliches Feiertag.